40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute haben wir Tag Nummer 8. Today we have day number 8. Und das Thema ist Heilung. And the theme for today is healing. Und wir wollen schauen, hängt das Reich Gottes zusammen mit Heilung? And we want to check, does Kingdom of God have any connection with healing? Und Jesus beantwortet diese Frage mit ja. And Jesus answered this question with yes. Yes. Wir wollen zusammen lesen in Lukas Kapitel 9, Vers 1 bis Vers 2. We want to read in Luke 9, verse 1 and 2. Als er die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Jesus hat Reich Gottes verbunden mit Krankenheilung. And Jesus connected the kingdom of God with the healing of the sick. Im gleichen Kapitel in Vers 11 steht drin. In the same chapter in verse 11 it says. Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm. And the people, when they knew it, followed him. Und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund. And he received them and spake unto them of the kingdom of God and healed them that had need of healing. Mm. Jesus hat nicht nur gesagt, bitte predigt das Wort Reich Gottes und heilt. Jesus didn't only say preach the word of God and heal. Sondern er hat es selber auch gemacht. But he also did it himself. Er hat Reich Gottes gepredigt. He preached kingdom of God. Und die, wo Heilung brauchten, and those that needed healing, hat er geheilt. Er hat sie gesund gemacht. He healed them, he made them well. In Lukas Kapitel 10, Vers 9 steht drin. In Lukas 10, Vers 9. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. It says, and heal the sick that are therein and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Heilung und Reich Gottes gehören zusammen. Healing and the kingdom of God belong together. Im Reich Gottes gibt es keine Krankheit. In the kingdom of God there is no sickness. Da gibt es nur Heilung. There is only healing. Gesundheit. Health. Freude. Joy. Gerechtigkeit. Righteousness. Und Freude im Heiligen Geist. And joy in the Holy Spirit. Ich wünsche mir, dass wir das erleben in unserem Leben. I wish we would experience that in our lives. Und die allerwichtigste Heilung, die es gibt. And the most important healing there is. Ist die Heilung der Beziehung zu Gott. Is the healing of our relationship with God. Wenn du noch nie eine Heilung, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus. When you not have made ever a decision for Jesus Christ. Möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Dass du eine Entscheidung triffst heute, Jesus Christus dein Leben zu geben. That today you make this decision to give your life to Jesus Christ. Jesus am Kreuz von Golgatha für dich gestorben. Jesus on the cross of Golgotha, he died for you. Damit deine Beziehung zum himmlischen Vater wiederhergestellt werden kann. That your relationship to the heavenly Father can be reestablished. Und wenn du eines Tages tot bist, and when you are dead one day, dann kannst du in der Ewigkeit einziehen. Then you can enter into eternity. Und du kannst gerettet werden. And you can be saved. Weil du eine Beziehung hast mit dem himmlischen Vater. Because you have a relationship with the heavenly Father. Das ist die allerwichtigste Heilung. This is the most important healing. Die zweitwichtigste. The second most important healing. Dass unser Körper geheilt ist. Is that our body is healed. Und ein Schlüssel, um geheilt zu werden, and one key to be healed, ist unser Glaube. Is our faith. Jesus hat ganz oft gesagt, Jesus very often said, dein Glaube hat dich geheilt. Your faith has healed you. Oder dein Glaube hat dir geholfen. Or your faith has helped you. Und wir wollen das zusammen lesen. And we want to read that together. Und zwar in 2. Mose Kapitel 15, Vers 26. In 2. Mose, which is Exodus 15, 26. Am Ende sagt das Wort Gottes, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Then at the end of the scripture it says, for I am the Lord that healeth thee. Im alten Bund zeigt Gott sich schon als der Heiler. Even in the old covenant, God shows himself as the healer. Im neuen Bund zeigt er sich auch als Heiler. In the new covenant, he also shows himself as the healer. Zum Beispiel in 3. Johannes Kapitel 1, Vers 2. In the 3rd John, verse 1 and 2. 3. Johannes Kapitel 1 Vers 2. 3 John chapter 1 and 2. 1 and 2. Ja.
Und wir wollen da lesen, da steht drin: Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. It says there, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Der Wunsch Gottes ist, the desire of God is, dass du gesund bist, that you are healthy, und dass dir wohl geht. And that you're doing well. Und jetzt wollen wir noch Matthäus Kapitel 9, Vers 22 anschauen. Now we want to look at Matthew chapter 9, verse 20. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. In Matthäus 9, Vers 22. Matthew 9, verse 22. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith has made thee whole. Yeah. And the woman was made whole from that hour. Ein Schlüssel, um geheilt zu werden, a key to be healed, ist unser Glaube. Is our faith. Ist der Glaube an Jesus Christus. Is the faith in Jesus Christ. Ein Glaube an den, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. The faith in whom, in Jesus, who said on the cross, it is finished. Ein Glaube an den, der am Kreuz jede Krankheit getragen hat. Our faith in him, Jesus Christ, who carried Halleluja. All our diseases. Im alten Bund, in Jesaja 53, in the Old Testament, mm-hmm. Isaiah 53, in Vers 5 steht drin, in verse 5 it says, da wollen wir gleich lesen, you want to read it right und away. Da gibt es eine Verheißung auf Jesus. And there is a promise concerning Jesus. Ja, dieser Prophet sagt, Jesaja, da wird jemand kommen. And this prophet Isaiah says, somebody is coming. Da gibt es einen Prophet, der kommt, ein Messias, der kommt. There's a Messiah that is coming. Da steht drin in Vers 5. In verse 5 we read. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. Da gibt es diesen Prophet Jesaja. There's this prophet as Isaiah. Und er sieht das schon. He has already seen that. Er sieht es, dass jemand kommt. He sees that somebody is coming. Und der nimmt die Strafe auf sich. And he takes the whole punishment upon himself. Er gibt uns seinen Frieden. And gives us his peace. Und dann sagt er, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. And he says, through his stripes we are healed. Wir sind bereits geheilt durch Jesus Christus. We are already healed through Jesus Christ. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Verheißung nimmst. I want to encourage you to take this promise. Durch Jesus Christus ist alles möglich. Through Jesus Christ, everything is possible. Halleluja. In meinem Leben, ich habe auch eine Diagnose bekommen, unheilbar krank. In my life, I received once upon a time the diagnosis from doctors that I am incurably sick. Ich habe MS bekommen, Multiple Sklerose. I had multiple sclerosis. Alle meine Funktionen meines Körpers sind ausgefallen nacheinander. All the functions of my body, one after another, were gone. Und sie haben mich in diesen MRT reingesteckt und mich durchgecheckt in meinen ganzen Körper. And they put me into this MRT machine and checked my whole body. Und nach ein paar Tagen sagen sie mir, hey, Sie sind unheilbar krank. And after a few days they told me, the sickness is not curable anymore. Und wir können nichts mehr für dich tun. We can't do nothing for you anymore. Und der hat gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sein, spätestens. And in 2 years, the latest, you will be in a wheelchair. Und dann habe ich diese Bibelstellen über Heilung gelesen. Then I read those scriptures about healing. Ich habe verstanden, dass durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. And then I realized, I understood that through his stripes I am healed. Körperlich war ich total krank. I was totally sick in my body. Aber das Wort sagt, durch seine Striemen bin ich geheilt. But the word told me that by his stripes I'm healed. Und jeden Tag habe ich das Wort Gottes ausgesprochen. And every day I spoke the word of God. Warum? Why? Weil Römer 10, Vers 17 sagt, well, because Romans 10, 17 says, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Yeah. Because, let me see that I say it very right. In Römer 10, Vers 17. Romans 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ja, genau. Und
Ich habe es immer wieder ausgesprochen, durch seine Streben bin ich geheilt. And I spoke it again and again. Through the stripes of Jesus I'm healed. Und während ich spreche, and while I confessed it, habe ich es gehört. I heard it. Weil ich das Wort Gottes gesprochen habe, because I spoke the word of God, ist biblischer Glaube in meinem Herzen entstanden. Biblical faith started growing in my und heart. Dieser Glaube and this faith hat eine Substanz zu verändern. Has a substance to change. So wie Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Just like Jesus said, your faith has healed you. Ich möchte dieses Prinzip des Reiches Gottes zeigen. I want to show the principle of the kingdom of God. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Everything is possible for the one that believes. Mm. Aber was ist dieser Glaube? What is this faith? Hebräer 11, Vers 1 sagt. And Hebrews 11, 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Now faith is the substance of things hoped, the evidence of things not seen. Ich habe noch nicht gesehen, dass ich geheilt bin. I haven't seen yet that I am healed. Aber ich habe es in meinem Herzen bereits gewusst. But in my heart I knew it already. Noch nicht physisch. Not yet in my physical body. Aber im inneren Auge habe ich es bereits gesehen. But with my inner eyes I saw myself healthy. Und das ist Glaube. That is faith. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ich möchte dich ermutigen, nimm das Wort Gottes. I want to encourage you, take the word of God. Auch wenn du es noch nicht siehst. Also when you don't see it yet. Aber nimm das Wort Gottes. But take the word of God. Und entsprechend deinem Glauben. And speak in your faith. Kann es geschehen. Because you speak it, it can happen. Ja, und Jesus sieht deinen Glauben. And God, Jesus sees your Halleluja. Faith. Und so war ich dann beim Arzt, habe immer wieder ausgesprochen, durch seine Striemen bin ich geheilt. So I went to the doctor and constantly I spoke, by his stripes I am healed. In meinem Herzen ist richtig Glaube entstanden. And in my heart, there was faith grew. Und da haben sie mich wieder gecheckt, mein Körper. And then they checked me again in this tube. Dann sagen sie, wir finden nichts mehr. We can't find anything anymore, they said. Und dann sagen, wir wissen nicht warum. And we don't know why. Aber ich wusste warum. I knew why. Dir geschehen nach deinem Glauben. May it be done unto you according to your faith. Ja, und Gott hat meinen ganzen Körper wiederhergestellt. And God has totally made my whole body healthy again. Die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. The doctor said, in 2 years you will be in a wheelchair. Heute bin ich 17 Jahre vollständig geheilt. And now I'm 17 years fully healed. Weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Because there's a God that heals today. Und sein Name ist Jesus Christus. And his name is Jesus Christ. Wenn du Heilung brauchst, when you need healing, komm zu Jesus. Come to Jesus. Er ist der Heiler. He is the healer. Und er möchte die Beziehung mit dem Himmel erstmal heilen. And first of all, he wants to heal your relationship with heaven. Deine innere Beziehung will er heilen. Your inner relationship with God. Aber auch dein Körper. But also your body. Und Jesus erklärt uns in Markus Kapitel 11, Vers 24. And in Mark 11, 24. Darum sage ich euch, sagt Jesus, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Ich möchte dich ermutigen, dass du betest, wie Jesus es erklärt. And I want you to pray like Jesus explains it. Wenn du betest und bittest, when you pray and beg, glaub, dass du es empfangen hast. Believe that you already have received it. Und es wird euch werden. And it will be done unto you. Dafür brauchen wir Glauben. And that's what we need to believe. Und ich möchte dich ermutigen, and I want to encourage dass you, du die Geschenke des Himmels holst. That you are picking the gifts from heaven. Vom Reich Gottes. From the kingdom of God. Und sie durch Glauben auf diese Erde bringst. And through faith you bring them on this earth. Sie sind schon vorbereitet für dich. They are already prepared for you. Und sie sind bereit schon bevor du geboren wurdest. Before you even were born they were prepared. Und sie warten für die, die im Glauben das abholen. And they wait for those that come and pick these promises by faith. Ich möchte dich ermutigen, dass du Reich Gottes und Heilung zusammenpackst. I want to encourage you that kingdom of God and healing, you put it together. Und dass du das Reich Gottes predigst. And that you preach the kingdom of God. Und die Kranken heilst. And heal the sick. Wenn du Heilung brauchst, when you need healing, bau dein Glauben auf. Build up your faith. Weil im Reich Gottes then in the kingdom of God ist Heilung für dich vorbereitet. Healing has been prepared for you. Und vergiss niemals, and never forget, du wirst höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.